Wir haben die allerersten Zahlen jetzt gesehen, da gibt es noch Schwankungsbreiten, das wissen wir. Aber die erste Reaktion hier im Metropol war eine durchaus positive. Es ist so, dass ich mich zunächst auch bei allen Wählerinnen und Wählern bedanken möchte. Das gehört sich einfach, weil es war eine demokratische Wahl mit hoher Wahlbeteiligung. Danke an alle Wählerinnen und Wähler und auch, wichtig, an die Aktivistinnen und Aktivisten. Die haben Großartiges geleistet. Die letzten beiden Wochen sind extrem gelaufen. Und ja, das drückt sich auch aus. Da ist jetzt Erleichterung da. Und es gibt einen klaren Auftrag, weiterhin zu kämpfen für Klimaschutz. Wenn wir die Bilder aus Niederösterreich uns vor Augen führen, dann ist das ein Handlungsauftrag. Ja, wir hätten uns einen deutlichen Auftrag gewünscht. Das ist richtig. Aber wir bleiben dabei. Es ist jetzt in 14 Tagen Landtagswahl in Vorarlberg, dann in der Steiermark, Burgenland in Jänner, im nächsten Herbst Wien. Und wir Grüne stehen zusammen, haben wir bewiesen, und kämpfen weiter für Klimaschutz und auch soziale Gerechtigkeit in Österreich. Wir haben ja bei den politischen Parteien in Österreich ein ganz weites Spektrum, was das Klima angeht. Einerseits die Grünen, da ist es das Kernthema unter anderem. Auf der anderen Seite eine Partei, die heute stark dazu gewonnen hat, die es in Frage stellt, dass der Mensch mit dem aktuell rapide zunehmenden Temperaturen zu tun hat. Ist das für Sie nicht ein bisschen schmerzlich, dass da die Wähler praktisch das Thema auch etwas abgewählt haben anscheinend? Wie wissen Sie, ich bin jetzt seit 35 Jahren in der Politik, habe einen sehr langen Atem und weiß, dass sich das auch wieder drehen wird. Weil die Dinge gehen nicht weg. Dürren, Hochwasser, all diese Klimaveränderungssachen, die bleiben ja da. Auch wenn rechte Parteien, Klimaleugnerparteien gewinnen. Und es ist unser Job, unsere Aufgabe, dafür Verständnis zu wecken, dafür zu werben und weiterhin zu kämpfen, dass Klimaschutz eine zentrale Rolle spielt in Österreich. Das werden wir heute machen.